Und hallo, ich bin so gespannt, dass ich in unserem Video und zwar dabei ist heute. Man hört dich nicht. Hi. Rage Mode am Start. Und hallo, Leute, ich spiele mit Tetris. Ihr seht schon, mein Bestpunkte im Marathon sind 72.000 Punkte. Und jetzt gerade habe ich mein Marathon 10.000 gekriegt. Und es hat 10 Minuten gedauert ungefähr. Leute, ich habe ungefähr daran einer Stunde und 20 Minuten habe ich ausgerechnet. Eine Stunde und 20 Minuten habe ich daran gesessen, 72.000 zu kriegen. Und ich bin bei Schwierigkeit Stufe Nummer 3, also die ganz normale Stufe, wie Tetris halt auch normal ist. Wir können auch mal zum Home gehen. Und dieser Ladescreen ist halt so, er stoppt nicht. Und wenn er zu Ende ist, geht er sofort ins Menü. Also richtig geil. Sagen wir, machen das normale. Und das ist das Galaxy, Leute. Also... ja, Tetris Galaxy, Leute, würde ich sagen. 2, 1, go! Leute, die Musik ist einfach zu geil. Oder, Timon? Leute, irgendwas stimmt hin. Gerade gar nicht, lol. Ich musste mein Ladekabel anschließen. Leute, stopp! Lol, irgendwas war hier gerade falsch. Keine Ahnung. Leute, 70% mehr. Ich muss Ladekabel trotzdem anschließen. Keine Ahnung, was mein Tablet irgendwie hat. Auf jeden Fall machen wir jetzt eine neue Runde, weil es war, hat gerade irgendwie ein bisschen verschissen, Leute. Deshalb machen wir jetzt eine neue Runde. Wow. Werbung, toll, super, bestes aller Zeiten. Mein Kissen im Richten so. Ja, neues Spiel. Nein, nicht mit Schwierigkeit. Normal. 3, 1, Leute, let's go! Alles klar. Nein, ich würde die doch nicht ganz setzen, egal. Tetris Galaxy, ich würde es euch nur empfehlen. Ist keine Werbung oder so für dieses Spiel. Aber Tetris Galaxy ist halt besser als das normale Tetris. Aber die Musik ist geiler. Und das Spielprinzip halt auch. Was mache ich da gerade? Irgendwas Verrücktes? Nein! Nein? Ja. So. Ich bin richtig gut in Tetris, das verwundert euch nicht. Ich bin ein Mensch, der dieses Spiel suchtet seit 2 Jahren. Es von euch kennen, wenn nicht, das ist halt so ein Spiel, das 1985 erstellt wurde und halt so ganz berühmt wurde. Wird sogar mit so kleinen Gameboys, ich hoffe, ihr wisst, was Gameboys sind, aber ich glaube schon, mit so kleinen Gameboys haben manche Eltern von euch sogar vielleicht schon gespielt. So ein Gameboy, das war halt sowas wie ein Nintendo, nur halt alt. Nur eigentlich 5 Knöpfe. Ja, es hat. Mein Freund hat gerade im Hintergrund geredet, wenn ich es nicht gehört habe. Aber muss man nicht gehört haben. Wenn nicht, keine Ahnung. Dann ist mein Mikrofon so schlecht, dass ich mir unbedingt neues kaufen sollte. Werde ich auch machen. Ich kriege auch bald neues zu Weihnachten. So. Mein Geheimtipp, Leute. Leute, ich hab. Leute, guckt mal oben. Ich hab 3000 Punkte jetzt erst. Und ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Bis ich 72.000 hatte. Leute, was hab ich gerade gemacht? Nein. Wir haben verloren. Leute, mal gucken. 8.
Tet-Coins haben wir bekommen. Wir haben 227 Tet-Coins, also ich sag das Spiel. Zeit 2 Minuten 31. Ja? 7 Uhr muss ich weg. Okay. Leute. Also, wie können Leute das hinkriegen? Warte mal. Ich bin eine der Level 10 und Level 12 schon schafft. Da habe ich meine 72.000 auch gekriegt. So, sowas kann ich noch spielen. Aber das gerade. Das war unmöglich. So, Leute. Sowas kann ich noch spielen. Sieht man. Sowas kann ich noch spielen. Aber das gerade. Ne. Also, ne? Und Leute, Leute, okay. Und ja, Leute, das war's mit dem Video von mir. Jux, ich gebe uns dafür sagen, ciao. Leute. Du musst mit mir...